Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Naruto Storm Storm. Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Naruto Storm Connections. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wie immer natürlich. Danke für eure Unterstützung. Danke für den Support. Wenn es euch weiterhin gefällt, liken, kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wir haben hier direkt erstmal nochmal eine kleine Zusammenfassung, wie Tobi Naruto besucht und ihm nochmal seine Geschichte erzählt. Freunde, wenn ihr Bock habt auf ein kostenloses Gewinnspiel, Link in der Videobeschreibung, könnt ihr ein Game eurer Wahl gewinnen oder Guthaben. Checkt es gerne mal aus. Gerne mitmachen, wenn ihr Bock habt. Und dann machen wir jetzt langsam mal weiter, ja? Wie gesagt, die ganzen Dia-Show-Sachen. Ja, gut. Theoretisch könnten wir die auch überspringen, ne? Also, wie gesagt, wer sich jetzt hier die Videos reinzieht, um die Story zum ersten Mal zu erleben, das ist, glaube ich, der falsche Ort, ehrlich gesagt. Das ist der falsche Ort auf jeden Fall. Er forderte Sasuke, seinen einstigen Rivalen, dazu auf, den Kampf zu beenden. Sein Hass hatte sein Herz erkalten lassen, genau wie es vor ihm einst Gaara ergangen war. Lass dich nicht von Hass in eine Welt voller Einsamkeit treiben. Sonst wirst du niemals zurückkehren. Ich wandle in der Dunkelheit. Ich werde dir nicht zuhören. Mit Tränen in den Augen gestand sich Gaara ein, dass es seine Pflicht als Kasekage war, Sasuke auszuschalten. Let's go! Okay! Sasuke, deine Augen sind noch dieselben wie früher. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass ein der Rache gewidmetes Leben keine Probleme löst. Lass dich nicht von Hass in eine Welt voller Einsamkeit treiben. Sonst wirst du niemals zurückkehren. Genau! Falls ich zurückkehren sollte, was erwartet mich dann auf deiner Seite? Gaara, es hat keinen Zweck. Wenn man ihn überzeugen könnte, hätte Naruto es geschafft. Als er den Gipfel angriff, wurde er zum Inter... Vollendlich! Sehr gut, Junge. Sasuke, du ähnelst mir sehr. Du bist durch diese Welt der Dunkelheit gewandelt. Deshalb sollte wenigstens... Jo, was geht, Alter? Darf ich auch mal wieder was machen? Was ist denn hier los, Mann? Dein Hass ist lange nicht so stark wie meiner. Genau hier. Meine Wut. Jo, ist doch gut jetzt, Alter. Heftig. Erstaunlich, dass du dich so gut angestellt hast. Folge dir! Hammerhart, ey. Nicht schlecht, aber. Was ich jetzt noch suche, liegt in der Dunkelheit. Nicht schlecht, Gaara. Wenigstens mal einer da angreift. Aber brauche seine Geschwister dazu, weißt du? Alleine wird das nicht machen. Du hast mich sehr beeindruckt, Junge. Aber hier endet es nun. Ich hege keinen Groll gegen dich, aber viele Ninjas wollen dich tot sehen. Auf Wiedersehen. Staubversteck! Jutsu des alles verschlingenden Würfels! Sasuke schwebte in Gefahr. Da tauchte plötzlich Tobi auf, um ihn zu retten. Tobi offenbarte den anwesenden Kage seinen Plan zur Erschaffung des Mondauges. Er wollte den Zehnschwänzigen wiederbeleben, um ihm als Jinchuriki zu dienen.
Dann plante er, den Mond mit Genjutsu zu überziehen und so überall auf der Welt das endlose Tsukuyomi zu verbreiten. Tobi wollte das Genjutsu nutzen, um eine Welt ohne Konflikte zu schaffen. Er verlangte die Freisetzung des Acht- und des Neunschwänzigen, aber die Kage weigerten sich. Vielleicht bin ich nicht stark, aber ich habe die Kräfte der Bijou. Ihr habt keine Chance auf den Sieg. Wir werden die Hoffnung nicht aufgeben. Gut, wie ihr wollt. Da der Gipfel gescheitert war, erklärte Tobi den Beginn des vierten großen Ninja-Krieges. Let's go, okay. Okay, was haben wir da? Ja, okay, wieder Standbilder. Ach, Leute. Komm, die Story kennen wir doch schon. Komm, lass uns das mal ein bisschen weiter hier, schneller. Wem wollen wir was vormachen eigentlich? Denk mal, die meisten finden es sowieso langweilig. Und die meisten kennen es halt auch. Nein, jetzt habe ich das nochmal angeklickt. Weg, weg, weg. Jetzt habe ich das aus Versehen nochmal angeklickt. So. Bruder. Kisame auch ein Freak, Alter. Was ein Freak, Alter. Rache am Hokage. Danzo hatte sich zwar vom Gipfel der Kage zurückgezogen, aber Tobi zog ihn in einen unvermeidlichen Kampf mit Sasuke. Sasuke war erfüllt von mörderischem Hass. Danzo saß scheinbar in der Falle, erklärte aber dennoch kühn, dass er sich unbedingt Sasukes Augen holen würde. Ich werde dich zermalmen. Ha, große Worte. Die wahre Natur der Ninjas ist das Dunkel. Weil du das nicht begreifst, wirst du hier sterben. Danzo, du Schwein, Junge. Danzo ist aber wirklich... Junge, was ist das? Bevor ich dich fertig mache, habe ich noch eine Frage. Stimmt es, dass Itachi Uchiha auf deinen Befehl hin mein Clan abgeschlachtet hat? Ich hätte nicht gedacht, dass er so ist. Itachi, mit seinem letzten Atemzug hat er dir alles gestanden, stimmt's? Offenbar warst du ihm wirklich teuer. Ach, es stimmt also doch. Selbstaufopferung. Was ist der Wesenskern der Ninjas? Niemals das Tageslicht sehen. Immer im Schatten dienen. Nicht nur Itachi. Viele Ninjas sind so gestorben. Einzig und allein ihnen haben wir den Frieden zu verdanken. Schnauze! Dann so ein Schwein. Das ist ein Kampf mit den Augen.
Verspotte nicht die Uchiha. Nice. Verstehst du nicht? Meine Verzweiflung wird sogar deine Dunkelheit verzehren. So kämpft man mit den Augen. Fürchte die Uchiha! Dies wird ein Kampf der Augen. Ich werde nicht fallen. Ich bin ein Reformator. Und ich lasse nicht zu, dass jemand meinen Fortschritt aufhält. Für die Ninja-Welt werde ich weiterkämpfen. Einer weniger, großer Bruder. Er zögerte nicht lange. Er beschloss, Rache am Hokage zu nehmen und kämpfte wie ein Wilder. Let's go, Junge. Da muss man sagen, 100% alle auf Sasuke-Seite, oder? Anders geht es doch gar nicht. Dann so das Schwein, Alter. Ohne Scheiß. Ey, das ist so eine Hassfigur. Der Dreckige, ne? Oder wenn ihr jetzt noch am Start seid, schreibt mal ein Codewort Rache rein. In die Kommentare. Weiter geht's, ey. Kurz darauf begab es sich jedoch, dass Sakura an Ort und Stelle erschien. Sie konnte Sasuke nicht zurückhalten und stand plötzlich einem hasserfüllten Angriff im Weg, der dem Hokage galt. Doch Naruto konnte gerade noch rechtzeitig eingreifen. Nicht mehr lange, dann werde ich die Antwort kennen. Ich spüre es. In diesem Kampf werde ich die Antwort finden. Ich werde dich zerschmettern. Sasuke, Madara hat mir die Wahrheit erzählt über Itachi. Ich weiß nicht, ob er gelogen hat. Aber es macht keinen Unterschied. Was du getan hast, kann ich jetzt verstehen. Junge, das knallt rein. Was könntest du denn schon verstehen? Was weißt du denn schon darüber, so ganz ohne Familie? Du solltest einfach die Klappe halten. Naruto, ich werde dich vernichten. Unsere Verbindung wurde schon getrennt. Spiel also nicht den besten Freund. Mein Hass wird erst enden, wenn ich Konoha im Staub zertreten habe. Heul nicht die ganze Zeit rum, Junge. Sasuke, ich freue mich, dass wir uns treffen konnten. Das wird wahrscheinlich auch wieder nur A sein, oder? Komm, zeig an. Junge, wie die am Ende immer in wie die am Ende immer hinfallen, als wenn die tot war komplett. Weißt du, Sasuke,
Ich könnte jetzt... auch an deiner Stelle sein. Rasengan! Chidori! So trafen sich Naruto und Sasuke als überragende Ninjas wieder. In diesem Moment zeigten sie dem anderen wortlos ihre Gefühle. Und daran hielt ich mich fest. Eine andere Wahl hatte ich nicht. Und dann, bei unseren Missionen als Team 7, eiferte ich dir nach. Ich wollte so sein wie du. Also, Sasuke, ich habe es noch nie vorher ausgesprochen, aber... ich bin wirklich froh darüber, dich kennengelernt zu haben. Jedoch ließen Sasuke diese tiefen Gefühle und ehrlichen Worte völlig kalt. Warum? Was verdammt nochmal willst du? Wieso bist du so besessen von mir? Weil wir Freunde sind. Na gut, dann werde ich dich zuerst töten. Ich habe mich dir gegenüber noch nicht bewiesen. Er erklärte noch, dass er jeden aus Konoha vernichten wolle, und zwar Naruto eingeschlossen. Dann verschwand er mit Tobi. Tja, Freunde, gewöhnt euch nicht zu sehr an dieses S, weil das ist sehr selten. Scheiße, ey. Oh Mann. War das jetzt das Ende von dem? Nee, okay, es geht noch weiter, das Kapitel. Okay, gut. Okay, gut. Haben wir noch ein bisschen Lehrstunde hier. Boah, einmal Ramen essen mit Naruto, Junge, das wäre doch super, oder? Das muss doch auch ein mega Verkaufsschlager gewesen sein in Japan, oder? Naruto-Ram? Ich meine, es gibt ja alles, ey. Deswegen, also. Muss ich schon mega krass verkauft haben damals. Zu der Hype-Zeit von Naruto, ey. Ich sag, so wie es ist, ich hätte mir auch welche geholt. Dementsprechend. Kampf mit dem neuen Schwänzinger. Let's go. Oh, was? 25 Minuten? Okay, das wird ein bisschen länger dauern. Ah, gut, egal. Erstmal einer. Als Reaktion auf Tobis Kriegserklärung schlossen sich die fünf Großmächte zur ersten Shinobi-Allianz zusammen. Um die Jinchuriki, Naruto und Killer Bee zu schützen, wurde beschlossen, sie auf eine Insel bei Kumogakure zu schicken und sie so unauffindbar zu machen. Die beiden Jinchuriki freundeten sich schnell an. Und so kam es, dass Naruto von Killer Bee lernte, wie man ein Bijou kontrollieren kann. Dazu muss ein Jinchuriki sein eigenes Chakra nutzen, um das Chakra des Geistes zu beherrschen.
Das Ganze ist jedoch gefährlich, da es sein kann, dass das Chakra des Jinchuriki übernommen wird. Basso! Du hoffst, Kontrolle über meine Kraft zu erhalten, stimmt's? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Ich mach das schon. Let's go! Gehen wir rein, Alter. Ja. Na los! Du hast dich also mit den Acht-Schwänzigen zusammengetan, was? Wir nicht für den neuen Schwänz. Glaube nur nicht, dass du so einfach die Kontrolle über meine Kraft gewinnen kannst. Naruto. Junge, das Gesicht von Kurama. Des schwänzigen Chakra zu stehlen, ist das Ziel. Aber er ist ein starker Gegner mit großartigem Stil. Zuerst, Bro, musst du seine fette Stärke reduzieren. Sonst wird der Typ sein Chakra ja wohl niemals verlieren. Alles klar! Das Gesicht, ey. Ich lege ihn von den Pfoten des Abschwänzigen ab, also... Such deine Chance, wenn ich Bescheid sage, Joho. Der Neunschwänzige kann zwar echt einen Haufen Furcht erregen, doch mit meinem achtarmigen Biest sind wir im Haus hoch überlegen. Ey, Kurama sieht so gut aus hier. Sieht richtig gut gemacht aus. Nicht so schnell! Oh yeah. Ich stärke dir den Rücken. Das kann auch entzücken. Danke, Killer Bee. Hä, da unten stand doch irgendwas anderes. Sag einfach nur Bescheid, wenn ich dir helfen soll. Dann kriegt der olle Wicht so total die Hucke voll. Oh mein Gott. Der Gedanke, dass du mich kontrollieren könntest, ist absolut lächerlich. Du bist für mich nichts weiter als eine Ameise, Naruto. Eine Ameise! Neunschwänziger! Oh oh. Der ist sauer. Komm her, du! Hab dich erwischt! Wart's nur ab! Quellgeist! Wie man jetzt schon volle Sterne hat, ey. Das ist irgendwie viel zu leicht, ey. Das war doch früher also anspruchsvoller, oder? Nicht so schnell! Nimm das! Windversteck! Rasen Schulgen! Alles klar! Naruto wollte den Neunschwänzigen kontrollieren. Aber unter dem Einfluss des hasserfüllten Geistes wurde er fast von seiner bösartigen Stimme übermannt. Da erschien jemand Besonderes, der ihm Kraft gab. Du bleibst hier. Geh ja nicht weg. Naruto? Ich wollte dich schon so lange kennenlernen, weißt du? Mutter. Aus dem Weg!
Kushina! Auch mein Chakra ging in das Versiegelungsjutsu ein. Deshalb bin ich erschienen, als du versucht hast, den neuen Schwänzigen zu bändigen. Ich bin gekommen, um dich zu unterstützen. Was ist denn los? Habe ich etwas im Gesicht? Ich habe einfach nur großes Glück, so eine hübsche Mutter zu haben. Oh, vielen Dank. Du hast die Haare deines Vaters, aber leider musst du dich wohl mit meinem Gesicht abfinden, Naruto. Wieso leider? Dir verdanke ich dann doch mein gutes Aussehen, oder? Ich wünschte mir sogar, ich hätte deine glatten roten Haare. Die sind toll, echt jetzt. Damit bist du der zweite Mann, der mir Komplimente wegen meiner roten Haare macht. Ja? Und wer war der Erste? Was glaubst du denn? Dein Vater natürlich. Hey, hey! Mir fällt da etwas ein, was ich dich schon immer fragen wollte. Wie habt ihr euch damals verliebt, Vater und du? Als wir uns kennenlernten, waren dein Vater und ich noch Kinder. Ich habe ein etwas außergewöhnliches Chakra. Deswegen wurde ich aus dem Dorf entführt. Aber ich tat alles, um Spuren zu hinterlassen, während sie mich verschleppten. Ich riss mir Haare aus und ließ sie fallen. Ganz vorsichtig, damit die Feinde nichts merkten. In Konoha wurde sofort ein Suchtrupp zusammengestellt. Aber ich war nicht leicht zu finden. Wir hatten fast die Grenze erreicht. Und ich dachte, das wäre mein Ende. Aber dann... War das als... Genau. Minato eilte mir zu Hilfe und rettete mich. Er hatte als einziger die Strähnen meiner roten Haare bemerkt und war ihnen gefolgt. Er sagte, weil sie so hübsch waren. Die roten Haare, die ich seit jeher so gehasst hatte, hatten mir schließlich den Mann meiner Träume geschickt. So wurden meine Haare zum roten Faden des Schicksals. Danach mochte ich meine Haare. Und wichtiger noch, ich verliebte mich in Minato. Es gibt bestimmte Worte, die sage ich nicht jedem, sondern nur zu den Männern, die ein Kompliment über meine Haare machen. Wirst du sie annehmen? Naruto, ich liebe dich. Gestärkt von der Liebe seiner Mutter, befreite sich Naruto von der bösartigen Stimme. Okay, Freunde, hier ist dann Schluss, Freunde. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Auch das Gespräch zwischen ihm und seiner Mutter, ey, das war auch so traurig. Und schön, traurig schön auf jeden Fall. Gut, Freunde, liken, kommentieren, nicht vergessen. Wir hören uns, haut rein und tschüss.